Nervenaufreibend, rücksichtslos und gefährlich ist der alltägliche Kampf auf Berlins Straßen. Und je nachdem, ob man hinter dem Steuer, auf dem Sattel oder zu Fuß unterwegs ist, es sind immer die anderen schuld. Angesichts dieser hochemotionalen Gemengelage ist eine ideologiefreie, sachorientierte Verkehrspolitik nahezu unmöglich. Jede neue Schwerpunktsetzung sorgt schnell für Schlagzeilen und Aufregung. Das bekommt jetzt auch die neue rot-rot-grüne Koalition zu spüren. Mit den Plänen einer Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung und Tempo-30-Zonen und der blauen Plakette für ein Dieselverbot in der Innenstadt folgte umgehend der Vorwurf, der neue Senat stehe für Umerziehung und Bevormundung und habe vor allem die Interessen der Radfahrer im Auge. Für die hatten im vergangenen Jahr allerdings auch 100.000 Berliner unterschrieben. Die Forderungen der Fahrradinitiative sollen jetzt in das neue Mobilitätsgesetz einfließen. Wie und welche genau, darüber wird momentan verhandelt. Start der Radrunde war in dieser Woche bei der Verkehrssenatorin Regine Günther. Mit dabei auch der verkehrspolitische Sprecher der Grünen, Stefan Gelbhaar. Das Setting ist so, dass dort die Koalitionsfraktionen am Tisch sitzen, dass der Radentscheid und Teile der Zivilgesellschaft am Tisch sitzen und eben die Senatsverwaltung. Wir haben dazu jetzt ein erstes Treffen gehabt. Das war eine gute Stimmung. Ich glaube, das wird ein sehr konstruktiver Dialog, weil das Ziel ist für alle klar. Wir wollen einen guten Gesetzesentwurf vorlegen und den auch möglichst zeitnah dann auch beschließen. Ist das auch gewollt, dass eben nur Vertreter der Fahrradinitiative und des BUND mit drin sitzen und jetzt nicht zum Beispiel auch Interessensvertreter von anderen Verkehrsteilnehmern? Da ist auch der ADFC dabei. Es ist aber ein Gesetz, das ganz klar Radgesetz heißt. Wir werden das allerdings im Rahmen eines sogenannten Mobilitätsgesetzes ja beschließen. Und dort ist es so, dass da natürlich dann auch der Fuß e.V. Und so weiter alle einbezogen werden, in einem sogenannten Mobilitätsparat auch dort Fuß fassen werden. Und so ist das, glaube ich, der richtige Weg. Herr Gelbhaar, müssen sich die Berliner Autofahrer bald warm anziehen und eigentlich am besten ihr Auto verkaufen? Das glaube ich nicht. Das Auto ist ja nicht erfunden worden, um die Menschen zu ärgern. Das hat ja durchaus einen Sinn gehabt. Aber man merkt in einer wachsenden Stadt noch mal mehr. Der Verkehr nimmt zu. Es wird überall stauiger. Dem muss man irgendwie begegnen. Das sagen ja auch alle Autofahrerinnen und Autofahrer, dass das so nicht in Ordnung ist. Und da gibt es dann halt ein paar Wege. Und da sind die leichtesten Wege in der Tat, das Fahrradfahren zu verbessern, weil umso mehr Leute aufs Fahrrad umsteigen, umso leichter ist auch der Verkehr zu bewältigen. Bus und Bahn muss man verbessern. Und dann gucken wir mal, wie der Autofahrer, die Autofahrerin sich dann noch in der Stadt oder in der Stadt zurechtfindet. Ja, es werden ja meldungstechnisch mehrere Säulen durch die Straßen getrieben, sage ich mal. Da war die Rede von der blauen Plakette, dann hatten wir die Ausweitung der Tempo-30-Zone, Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung. Also alles Maßnahmen, die eigentlich von Anreizen kann man ja gar nicht sprechen, sondern die quasi den Autofahrer dazu nötigen, sage ich jetzt mal, sich wirklich zu überlegen, eine Alternative zu suchen. Ich will es mal positiv formulieren. Wir versuchen, den Radverkehr attraktiver zu machen. Wir versuchen, Bus und Bahn attraktiver zu machen. Wir hoffen, dass damit schon viele Leute sagen, okay, jetzt sind die Angebote so gut, jetzt steigen wir um. Das ist der eine Punkt. Wir sagen aber auch beim Autoverkehr zum Beispiel, dass das Thema Carsharing da nochmal anders betrachtet werden kann, was zumindest die Parksituation anders auflöst. Aber ganz klar ist, in einer dichter werdenden Stadt ist diese Flächenfrage wirklich eine virulente und die ist dann nicht so einfach zu entscheiden. Das ist, und Sie sprechen das Thema Diesel an, auch dort ganz klar. Wir haben inzwischen Erkenntnisse darüber, dass die Schadstoffausstöße von Dieselfahrzeugen halt jährlich zu vielen, vielen Toten führen, die zum Beispiel an Herzinfarkten sterben. Das kann man natürlich als Politik nicht einfach so ignorieren. Da müssen wir ran. Dazu ist der erste Schritt, mit den Herstellern von Kraftfahrzeugen ins Gespräch zu kommen, dass die halt diese Fahrzeuge verbessern. Stichwort VW-Abgasaffäre und andere. Aber dazu heißt oder dazu kommt eben auch, dass Berlin und dass der Bund sagen muss, was wollen wir eigentlich in unseren Städten für Fahrzeuge haben, und da muss man halt auch mal irgendwann sagen, das sind die Vorgaben. Eine ausgewogene Verkehrspolitik, die alle Teilnehmer im Auge hat, sieht anders aus, sagt der Chef der CDU-Fraktion Florian Graf und betont, dass die Union weiter für die freie Wahl des Verkehrsmittels kämpfen werde. Mir macht Sorge, wenn ich Pressestatements lese, wonach man sozusagen die Verkehrsteilnehmer gegeneinander ausspielt. Ich glaube, wir müssen zu einem Mobilitätsmix kommen. Da spielt Fahrradverkehr eine wichtige Rolle. Es darf aber nicht dazu führen, dass man den Individualverkehr, die
Autofahrer sozusagen in ein anderes Licht drückt. Und den Eindruck hatte ich zumindest, wenn ich so Interviewäußerungen Anfang der Woche las, sondern ich plädiere für einen vernünftigen Mix der Verkehrsträger. Das heißt, Ausweitung der Tempo-30-Zone, eventuell eine blaue Plakette für Dieselfahrzeuge, Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung, alles Maßnahmen, die aus Sicht der CDU sehr kritisch zu sehen sind? Ja, daran kann man erkennen, die Ideologisierung, die stattfindet. Das ist ein Hang zur Umerziehung in der Verkehrspolitik. Also nehmen wir mal das Beispiel, den Innenstadtring zu einer flächendeckenden Parkraumbewirtschaftung zu nehmen oder das Beispiel Tempo-30-Zonen auszuweiten oder auch diesen Irrsinn zu sagen, unter den Linden autofrei zu machen, wo man weiß, dass das natürlich dann zu noch mehr Verkehrsstau in den Nebenstraßen führt, dann zeigt mir das, dass es hier um Umerziehung geht und wir werden immer dafür kämpfen, dass jeder auch das Verkehrsmittel nehmen kann, was er nehmen möchte. Und Sie sprechen die blaue Plakette an. Die blaue Plakette ist gescheitert auf Bundesebene, zu Recht. Und für Berlin bedeutet das, wenn die Verkehrssenatoren, der Senat hier eine Initiative starten will, eine blaue Plakette für Berlin aufzulegen, dass viele Handwerksbetriebe, die ja auch mit alten Fahrzeugen, aber auch viele Bürgerinnen und Bürger Einschränkungen erfahren. Das werden wir mit deutlicher Kritik begleiten und uns dagegen wenden, so wie wir es auch zu Regierungszeiten übrigens getan haben. Deshalb haben wir nämlich genau dieses Gesetz hier als Union gebremst und wir werden immer deutlich machen, dass wir diese Form der Belastung und der Umerziehung nicht vorantreiben, sondern man muss an die Leute appellieren. Ja, neue Verkehrsträger, auch was an schadstoffarmen Fahrzeugen da ist. Aber mit Zwang wird man das nicht erreichen. Nun geht es bei der blauen Plakette um die Gesundheit der Menschen. Es geht bei den anderen Maßnahmen um die Klimawende, die ja erreicht werden soll. Herr Graf, welche Konzepte hat da die CDU? Denn auch die CDU will sich ja nicht verschließen Innovationen gegenüber und sieht natürlich auch die Gefahr, die von Diesel ausgehen kann. Selbstverständlich. Also schadstoffarme Emissionen ist genau das Modell. Die Automobilindustrie arbeitet an Lösungen. Es würde ja schon viel erreicht werden, wenn auch das Land Berlin zum Beispiel Vorreiter wäre bei E-Mobility oder bei anderen Fahrzeugen. Da sollte man mal beginnen, bevor man die Bürger mit Zwang denen verordnet, was sie zu tun haben, sollte man erst mal schauen, dass man in den eigenen Bereichen vorangeht. Und dass die Tempo-30-Zone, immer ein Beispiel aus meinem Wahlkreis am Mariendorfer Damm, das ist nur so der Klassiker, wo man für 180 Meter eine Tempo-30-Zone errichtet hat, zum Ärger der Bürger. Es hat überhaupt keine Auswirkung auf das Thema Schadstoffarm, sondern es führt dort zu Stau und das ärgert die Leute. Nein, neue Technologien fördern und auch mit Appellen arbeiten. Ich finde zum Beispiel das Thema der Sharing-Economy, also dass die Leute ja auch nicht mehr jeder ein eigenes Auto haben, sondern eben auch die Modelle, da kann man drüber nachdenken, über die Innenstadt hinauszugehen, auch in die Randbezirke zu kommen. Und dann gehört natürlich auch ein Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, des öffentlichen privaten Verkehrs, wenn wir zum Beispiel an Park-and-Ride-Möglichkeiten denken. Denn in einer Stadt, die wächst, leben die Leute eben auch nicht nur in der Innenstadt, sondern auch an den Stadträndern oder auch über die Stadtgrenze hinaus. Und da haben wir zum Beispiel heute auch in der Sitzung einen Vorschlag, was eben Park-and-Ride-Möglichkeiten betrifft, um eben auch den Mix der Verkehrsträger zu fördern, also mit dem Auto und dann zum ÖPNV und so weiter. Auch die Liberalen kritisieren die angekündigten verkehrspolitischen Maßnahmen der rot-rot-grünen Regierung. Konzeptlos und einseitig, so das Urteil des Experten für Infrastruktur Henna Schmidt. Also zum einen sehen wir erstmal ein völlig unkoordiniertes Verhalten. Es gibt überall Maßnahmen, die eingreifen, ohne dass jetzt das Konzept erkennbar ist. Und natürlich machen wir uns Sorgen, dass es primär darum geht, den Autoverkehr zu vermiesen. Und das wäre natürlich eine sehr schlechte Entwicklung. Welche Maßnahmen haben Sie da besonders im Auge, die Ihnen sauer aufstößt? Ja, die Senatorin kam jetzt mit Tempo 30 mitten auf Hauptverkehrsstraßen, Sperrung vor Schulen jeden Morgen, Einfahrverbote für bestimmte Autos. Das sind natürlich Dinge, die die Autofahrer und auch die Gewerbetreibenden sehr stark belasten würden. Die Zukunft liegt nicht im Auto aus Sicht von Rot-Rot-Grün. Das zeichnet sich auch schon ab in Berlin. Meinen Sie, dadurch, dass der Fahrradverkehr so angestiegen ist, was hat die FDP für eine Antwort auf das Bedürfnis, was es ja auch in der Stadt gibt, nämlich Fahrrad zu fahren? Wir müssen natürlich den Fahrradverkehr und den ÖPNV auch ausbauen. Beim Fahrrad, ich bin selber Fahrradfahrer, ich finde, da gibt es wichtige Strecken, wo Lückenschlüsse da sein müssen. Aber man muss die Verkehrsträger nicht gegeneinander ausspielen. Wir müssen ein Angebot machen für alle, die Verkehr nutzen wollen. Und zwar egal, ob sie jetzt Auto fahren, ÖPNV oder Fahrrad. Wir müssen es für alle besser machen.
Das ist immer von allen auch zu hören. Das sagen sowohl die Grüne als auch CDU als auch die FDP. Wir müssen alle im Blick haben. Trotzdem ist das immer so ideologiebelastet, so eine Diskussion um den Verkehr. Was glauben Sie, woran das liegt? Warum ist das so schwierig? Ich glaube, dass man hat das Auto sehr stark emotionalisiert, positiv und negativ. Und natürlich ist Verkehr auch eine emotionale Frage. Das ist nicht rein technisch durchdacht. Aber ich denke schon, dass man Leute durch gute Ideen auch auf neue Verkehrsverhältnisse bringen kann. Und deshalb geht es eigentlich darum, Digitalisierung, autonomes Fahren, Carsharing, solche Dinge voranzubringen, weil das die Stadt voranbringt und die Leute dann auch sehen, dass sie das anders machen können. Aktuell wird es in der nächsten Woche wieder um das Radgesetz gehen. Am Montag kommt die Dialogrunde wieder zusammen und da heißt es dann, so der Sprecher der Volksinitiative Heinrich Strößenreuther, Butter bei die Fische. Schließlich soll der Entwurf bis Ende März stehen.